Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschafft dir einen Eindruck von meinem Leben. Oh, Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und die wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Sag du es mir, Triss. Guck mal, ein Baby. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ach, Mann. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Durch die Kanalisation. Ach hier. Jetzt hau doch drauf.
wohl mal hier. Steckt das Schwert ein? Eine ertrunkene Zunge. Super nett. Na? So, wir müssen da lang. Hier gibt's noch was. Und dann gibt es hier noch etwas. Oh. Ich guck gleich mal. Ich muss mir mal kurz ankleiden, eventuell. Nein. Sogar eine schwere Rüstung. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Ich habe doch hier auch irgendwo eine Fackel gehabt. Die sollten wir einfach mal wieder ins Inventar packen. Wo ist die nur? Angel? Nee, wir hatten doch irgendwo auch eine Fackel. Hier ist sie doch. Und wie war das noch gleich mit... Genau. So, hier ist der Hebel. Wir gucken auch nochmal ganz kurz hier rein. Was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmungen so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge kontrollieren praktisch das finanzielle Leben der... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Na, hörst du auf, mich da reinzudrängen? Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen das Paket kriegen. Na, dann gucken wir mal. Hier sind Pakete. Tauchen wir. Huch, macht er denn da? Dann soll hier irgendwo soll das sein. Ich finde hier nichts. Ist das das da? Nee. Was ist das denn da? Eine Möwe unter Wasser oder was? Was macht die denn da? Also hier gibt es definitiv nichts. Wir müssen weiter rausschwimmen. Nee.
Basis. So, wieder zurück zu Triss. Na los. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Ich will mal kurz gucken hier. Wir haben doch schon wieder super krasse Sachen bekommen. Oh, was ist das denn? Ja, die Mondklinge. Wieso haben wir denn den Bezwinger? Und wieso haben wir einen Knüppel als Waffe? Gibt's ja wohl nicht. Haben wir auch andere Rüstungen? Nee. Ausgerüstet. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet... Wir müssen uns beeilen. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ach, guck mal, hier ist ein Kaufmann. Huch. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Na ja, denn. Na dann, gehen wir an die Arbeit. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier lang. Oder? Nee, wir müssen... Ah. Entschuldigung. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Na, hier war noch was. Komm, wir gucken mal hier runter. Am besten nehmen wir immer wieder die Fackel in die Hand. Hier ist doch was.
Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Achso, ich muss Triss Bescheid geben, dass ich meine Aufgabe erledigt habe. Na denn. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Ja, und wann machst du den Zauber? Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Persönlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagiert. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Du magst recht haben. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Und manchmal teilen wir sie mit unserem Leben. Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Bei dem Geruchssinn hättest du dich dünne machen sollen, solange du konntest. Ich mach mich eigentlich nicht dünne. Und was du tun solltest, bezahlen und deine Jungs hier wegbringen, solange du kannst. Lächerlich. Ich habe keine Zauberin angeheuert, um sie zu bezahlen. Hör auf mich, Mutant. Wenn's dich nichts angeht, dann halt dich raus. Danke für den Rat. Leider kann ich ihn nicht beherzigen. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Willst du was aufs Maul? Scheiß du dich schon ein? Auf ihn! Von beiden Seiten! Hätte ich nicht. Ja, habe ich.
Huch. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ach, wir hätten... Ich glaube, wir hätten den noch... Boah. Wir sollten mittlerweile irgendwann mal demnächst einen Laden aufsuchen, in dem wir ein bisschen was verkaufen können. Das Hexerschwert, wo ist das denn? Hier. Aber viel besser ist es auch nicht, oder? Wie war das hier? Nee. Okay, wir können gerade nicht mehr... Wir können gerade nicht mehr laufen, deswegen... Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. So, aber das Erste, was ich jetzt mache, erstmal einen Kaufmann aufsuchen. Hier vorne gleich. Ist das der Händler? Nee, das ist nicht der Händler. Willkommen, willkommen. Zeig mal meine Waren, bitte. Was hast du denn da? Ich glaube, ich sollte das... Ich probiere mal, ob ich hier... Lass mal gucken. 46 will er hier haben, ja? Wenn ich das aber allerdings beim Schmied verkaufe, gibt er mir mehr Geld dafür. Glotzen so so. Boah, stellt euch mal vor, wenn wir wirklich durch Novigrad und jeder wird uns beklauen und wir hätten nachher weniger Geld in den Taschen, als wir zuvor, als wir die Stadt betreten haben. Eigentlich verkaufen erstmal. Was hast du im Angebot? Tatsache, also der gibt uns mehr Geld dafür.
Rüstung des Kriegers Freya. Der Bezwinger. Wieso spielen jetzt eigentlich keine Musik mehr? Kurios. Was haben wir uns verkauft? Was ist das denn hier? Ein Feuerhaken. Aber mal kurz gucken hier zur Quest. Träumerin. Ja, komm, das machen wir noch. Ich würde gern tanzen, ja, so ein bisschen. Da singt doch gar keiner. Mann von Hurensohn. Hier. Müssen die sowas auf? Verschwinde von hier. M&M. Yeah, wir sind. Wanderer oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Alles. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Oh Gott, wieso muss das überall so düster sein? Mitnehmen. Bitte.
Tüte. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Warte mal. Halt, geh weg. Tu das nicht. Lass das. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden.